Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei mir, der Caro, und seit langer Zeit, man muss wirklich mal sagen, langer Zeit, endlich mal wieder ein Video. Es ist kein langes Video, natürlich hat es einen Grund, warum ich dieses Video mache. Ja, im Titel seht ihr es natürlich schon, dass es so ein bisschen um TUA geht, aber es geht nicht hier um die TUA Monster, ja, die ich hier vorstelle, welche man benutzen kann, für welche Stage, weil das habe ich allerdings schon, werde ich unten in der Infobox, werde ich dieses Video nochmal verlinken. Allerdings fehlen da so zwei, drei Monster, die jetzt natürlich neu dazugekommen sind in der Zeit, wo das Video aufgenommen wurde. Die werde ich natürlich hier auch nochmal nennen, ja, für euch, dass ihr natürlich hier so einen kleinen Überblick habt, aber guckt euch das Video an, ja, das hilft euch, zum Beispiel bei einer Atamia Stage, ja, bei der Boss Stage und so weiter, dabei da sage ich, welches Monster und wieso, warum, ja, das da genau gut ist. Hier in dem Video an sich soll es natürlich darum gehen, wie geht es an sich weiter mit dem Kanal. Und ich will das nochmal so ein bisschen ausführen, weil das habe ich irgendwie ein bisschen vernachlässigt. Ja, das habe ich erst im Nachhinein gesehen, dass ich da wenig drüber geredet habe. Wer natürlich das mit dem TUA nur sehen will und den das nicht interessiert, wie das jetzt hier weitergeht, ob es weitergeht und wie lange es weitergeht, ja, weil das ist, denke ich mal, auch eine wichtige Sache für euch, ja, dass ihr euch nicht vielleicht zu krass auf mich verlasst, ja, dass das jetzt, boah, ja, jetzt jeden Tag kommt ein Video oder so und, boah, nächsten Monat, da geht es noch weiter. Das weiß ich alles nicht, aber das gleich noch zu dem Thema. Wenn das mit dem TUA interessiert, was ich hier in dem Video zu sagen habe, wenn es euch nur um Monster geht, ja, welche Monster man nutzen kann, unten in der Videobeschreibung befindet sich, wie gesagt, der Link zu dem Video. Aber wir fangen jetzt erstmal ganz kurz an mit der ganz kurzen Sache, warum ich an sich auch dieses Video hier so mache, weil normalerweise lade ich ja nur Streaming-Highlights hoch. Das ist jetzt gerade aktuell nicht so, weil ich nehme das jetzt so für euch auf, ja, jetzt nicht im Twitch oder sowas, weil ich habe mir halt gedacht, es ist 17:50, 18:30 streame ich wieder, das bedeutet, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, also nehme ich das Video auf. Und ja, also, Punkt 1, ja, ich habe einen Cutter, es wurde auch noch mal ein paar, ich habe selbst persönliche Message noch bekommen, per Line, einen Cutter. Unten auch in der Videobeschreibung habe ich auch seine E-Mail verlinkt, falls irgendjemand vielleicht irgendwie ein Geburtstagsvideo oder keine Ahnung was irgendwie cutten lassen möchte. Natürlich jetzt nicht for free, aber ihr wisst schon, was ich meine. Oder ihr habt selbst einen Kanal oder. Aber jetzt keine Werbung, ich sage es einfach nur mal so nebenbei, okay? Grund ist, wie gesagt, dass ich hier halt wenig Zeit habe aktuell, hier Videos leider zu machen, beziehungsweise auch, naja, was soll ich sagen, ich habe mich ein bisschen weiterentwickelt und denke mir einfach, ja, ich möchte, dass der Kanal auf YouTube natürlich weiterläuft, aber ich möchte natürlich auch viel Zeit mit meinen Hunden oder meiner Familie und so weiter genießen. Und natürlich möchte ich dann die Zeit lieber da nutzen und nicht die Zeit halt direkt nur vor dem Rechner nutzen. Es hat sich auch schon ein bisschen ausgewirkt, dass ich zum Beispiel bei SW, ja, ich logge mich noch jeden Tag ein, täglich, und ich mache auch meine Sachen hier. Ich mache die Events natürlich, aber ich spiele deutlich weniger. Aber wie gesagt, das hat nichts überhaupt mit SW zu tun, sondern dass ich halt auch mal gerne privat so ein paar Dinge machen möchte. Und deswegen ist auch YouTube erstmal weggerutscht. Aber jetzt ist ja der Cutter da. Was wird sich also ändern? Also wir wollen natürlich probieren, 4 bis 5 Videos in der Woche hochzuladen. Wenn mehr, dann ist es natürlich geil. Aber es muss natürlich auch Content da sein. Es wird nicht nur SW kommen, weil das packe ich nicht. Ich streame auf Twitch nicht nur SW, ich streame auch mal andere Spiele. Ob das jetzt Raid Shadow Legends ist oder ob das jetzt Ark ist oder ob das CSGO ist, ja, oder ob das, wenn ein neues Game rauskommt, von mir aus, wenn ich YOLO-mäßig mit Jack Monopoly zocke abends. Natürlich werden da auch mal ein paar andere Videos kommen. Also Verzeihung dafür natürlich, wenn ihr denkt, das ist nur ein SW-Kanal, das ist es nicht. Ich mache natürlich gerne SW-Videos hier, wieso ein Video, auch mal ganz kurz Smalltalk für euch, weil im Prinzip, klar, die auf Twitch immer aktiv dabei sind, die wissen das, ja, warum, wieso, weshalb, kein YouTube, warum die ganze Zeit nicht, ja, wieso ich mich nicht abgemeldet habe oder, die wissen das, aber vielleicht ihr, ja, wisst das vielleicht nicht und deswegen wollte ich da eine ganz kurze Sache halt dazu sagen. Allerdings muss man natürlich an der Stelle auch wieder sagen, für den Cutter ist das im Prinzip, um es mal ganz kurz Rückblick, ja, Corona war ja da, er ist ein Student und er macht das im Prinzip jetzt hier für mich, aber ist natürlich ganz klar, wenn sich das für ihn nicht lohnt, Zeitaufwand, geldmäßig, lustmäßig, kein Bock mehr, ja, bin ich nicht böse oder so, dann ist das so. Oder ich sage, nee, pass auf,
ist mir hier zu viel Stress oder keine Ahnung was, ich weiß es doch nicht, was ich da sagen könnte. Ja, je nachdem, dann wird das erstmal wieder nicht weiterlaufen. Zumindest nicht in dem Maß, ne? 5-6 Videos, ja, in der Woche. Das ist schon echt sportlich, da zu schneiden, ja. Und man sitzt ja auch dann eine Weile dahinter. Klar gibt es Videos, die sind weniger geschnitten, zusammengeschnitten oder so. Und es gibt aber auch Videos, da sitzt man 2 Stunden dran, ja, und cuttet da zusammen oder 3 sogar. Ja, je nachdem, was es für ein Video ist. Bei dem Video hier zum Beispiel, keine Ahnung, ja, wie lange er jetzt davor sitzen wird. Aber das dafür vielleicht nochmal unten in den Kommentaren schreiben, danke Cutter oder sowas. Und wie gesagt, mit jedem Klick unterstützt ihr ihn mehr als im Prinzip mich. Ja, mich freut es natürlich, ja, wenn die Videos trotzdem Klicks haben. Auch die Videos natürlich, die nicht über SW handeln. Trotzdem ist das Ganze hier für euch gemacht, ja, und ich habe mir was überlegt und das war die Überlegung und der Cutter ist halt jetzt da. So, okay, aber kommen wir jetzt zum nächsten Thema und das ist TOA Hard, weil das ist eine Reihe, es ist im Prinzip kein Unterschied, ja, über was wir jetzt hier reden. Und zwar geht es darum, dass mir sehr oft die Frage gestellt wird, welches Team muss ich spielen in der Stage, in der Stage, in der Stage. Monster habe ich schon gesagt. Wie gesagt, Video ist verlinkt. Und es ist immer wieder die gleiche und die wiederholt sich. Und irgendwann kann ich es nicht mehr hören. Und deswegen hier ein ganz kurzes, es soll wirklich nur ein ganz kurzes Feedback-Video werden, was ich immer wieder auch bei Twitch sage. Ja, erster Punkt, guckt euch das Video an. Zweiter Punkt, es gibt verschiedene Formen. Ja, natürlich die Free-to-Play-Teams, ja, ob das jetzt, ich sag mal einfach so, immer als Noob-Sprache, ja, jetzt gesagt, Anfängersprache, ja, wo es vielleicht jeder versteht, ja, und nicht nur der Pro-Gamer, ja, der schon immer was mit Gaming zu tun hat. Und zwar, es gibt Damage-Teams, wie zum Beispiel das Team, was ich jetzt hier gerade aktuell drin habe. Ja, ich habe kein Death-Break, also kein Defense-Break natürlich mit und keine Attack-Buff oder so, aber mal rein auf Damage gelegt. Und es gibt natürlich aber auch die langsameren Teams. Da gibt es 2 Unterschiede. Ja, die ultra-langsamen Teams, indem man einfach wie Beispiel, ganz stumpfes Beispiel, man nimmt eine Camilla, in 2 Rittish, ein Chandra und ein Kumar rein. Ist komplett übertrieben, ja, oder eine Chasun noch für ein Heal extra hier, was sicherlich definitiv normal bei normal TOA funktionieren wird, ja, allerdings wird es wirklich eine ganze Weile dauern. Danach gibt es natürlich noch Teams, die stunnen können, ja, stunnen oder freezen, das heißt, das, was halt an sich der Barat hier macht. Ich gehe jetzt hier einfach mal in der Stage rein. Ich nehme jetzt einfach mal einen Lucian raus. Klar, sie dürfen natürlich nur 2 Monster des jeweiligen, ja, des jeweiligen Monsters nehmen. Im TOA, TOA Hard, darf man nur einmal das jeweilige Monster nehmen. Da darf ich nur einmal einen Lucian nehmen und nicht 2-mal. Ne? So, wenn wir jetzt zum Beispiel hier ein Freeze, also Doppel-Freeze dran haben mit Verrat, ja, dann gibt es natürlich noch den Stun, der auch immer gut ist. Wie beispielsweise, wenn ich die gute finde. Wo ist denn die gute? Wo ist die gute Rika? Ach ja. Da ist die gute Rika, nehmen jetzt beispielsweise noch die Rika rein, die kann im Prinzip dann auch noch einen Stun lassen, beziehungsweise die Dots, ja, die auch natürlich wichtig sind und der Slow und so weiter und so weiter, aber das dazu. Was ist wichtig bei TOA oder TOA Hard? Jedes Monster, absolut jedes Monster, was freezen, ich will es nur nochmal zusammenfassen, freezen, stunnen kann, was dotten kann, was den Angriffsbalken zurücksetzen kann, als Beispiel Barretta, Angriffsbalken zurücksetzen, ob das jetzt AOE-mäßig ist, das heißt von jedem, von allem wird der Angriffsbalken zurückgesetzt, beispielsweise von einem Garni oder so, oder halt nur von einem Monster, es sind gute Monster, die das können. Oder, jetzt mal Free-to-Play gedacht, ja, gut, wir haben jetzt hier beispielsweise Lauren. Lauren wird auch nochmal ein Video kurzes kommen, weil Lauren extrem viele Fehler, was ich da sehe. Wahnsinn! Lauren auf Despair oder keine Ahnung was, auf Attack. Dazu wird nochmal ein extra Video kommen, weil das geht gar nicht, ja. Und was natürlich auch gut ist, hier Fran, Attack Buff mit dabei. Ne? Muss man auch natürlich dazu sagen, wo ist sie? Wo ist die gute? Man muss sie erstmal finden, ja. Hier die gute Fran. Ist ein Tanky-Monster, wird auch Tanky gespielt. Auch die habe ich schon auf Attack oder sowas gesehen. Aber hier, sage ich mal, mit dem Attack-Buff, mit dem Heal, der dabei ist. Und natürlich hier, hier mit der Angriffskraft im Prinzip Verringerung und dem Angriffsbalken, ja, habe ich ja gesagt. Attack-Buff reduzieren, ist alles gut. Und das sind 2 Free-to-Play-Monster.
Sigmarus ist auch ein Free-to-Play-Monster, was man nehmen kann. Verumos kann stunnen, hat sogar noch ein HP-Lead mit dabei, ja? Was auch nicht schlecht ist. Barretta, Fusion, ja? Angriffsbalken, hat Dots, kann dotten, wird meistens auch auf Despair gespielt, ja? Weil es eine AOE-Attack hat, also wird er auf Despair Qual gespielt, also kann dann auch stunnen. Natürlich mit Glück, aber kann's. Ihr müsst halt immer sehen, gegen wen spielt ihr. Spielt ihr beispielsweise gegen diesen Atamiel, wo ich wie gesagt extra ein Video habe, wo ich da ein paar Monster auch sage, die dafür gut sind. Aber als Beispiel, eine Colleen ist nicht schlecht. Ja, Bella, Free-to-Play, jetzt alles nur Free-to-Play gedacht, ja, ist nicht schlecht. Warum sind die nicht schlecht, ja? Heal-Block mit dabei, Defense-Break mit dabei. Das ist das, was den Atamiel kaputt macht, ja? Defense-Break, weil der ist auf Defense basierend, ja? Wenn ihr euch ein Monster durchlest und ihr seht, oh, Defense basierender Schaden oder, ja, und oh Gott, der heilt sich die ganze Zeit. Also was braucht ihr natürlich? Den Heal Block und den Defense Break. Habt ihr Monster dabei, wenn ihr gegen einen Ragdoll oder sowas spielt, der die ganze Zeit Angriffsbar pusht, ja, wenn ihr crittet, guckt, dass ihr natürlich nicht jetzt den Sigmarus vielleicht reinnimmt. Ihr könnt das natürlich, ja, wenn ihr alle freest und schnell hinterherkommt. Guckt, dass ihr nicht den Würde-Healer mitnimmt, ja. Den Würde, ja, der muss critten, ja, natürlich, damit der Angriffsbar kommt bei eurem Team. Aber der Angriffsbar wird auch bei den Gegnern, also TOA oder TOA Hard, das ist komplett egal gesagt, ja. TOA oder TOA Hard ist im Prinzip nur Runen, ja. Runen macht das Ganze aus. Aber um nochmal auf den Punkt zu kommen, ihr müsst natürlich gucken, gegen was spiele ich. Oft höre ich, ich komme bei Stage 93 nicht weiter, bei Stage 90, bei Stage 80. Aber im Prinzip ist es immer nur das Gleiche. Ihr guckt euch an, gegen welches Monster spiele ich. Ja? Was habe ich? Was ist gut dafür? Ich gucke mir mal die Skills durch, dann gehe ich in meine Monsterbox, ja, gehe ich dann rein und gucke, was habe ich hier eigentlich aktuell für Monster? Was kann man da nehmen? Ja, was gut ist dagegen? Ah ja, ich brauche jetzt natürlich den Defense Break. Also vielleicht einen Ziomas nehmen. Als Beispiel, ja, es ist einfach nur ein Beispiel. Also ein Ziomas nehmen, den ich übrigens kaum gewohnt habe oder so, aber egal. Oder ich sage, boah, nee. Ah, ja, der Heal-Block, ja. Also nehme ich vielleicht eine Lauren mit, ja. Die hat sogar noch Angriffsbar, wird dann noch reduziert mit Lauren. Geil, nehme ich mit, auf jeden Fall. Ja, also ihr guckt euch an, was brauche ich für das gegnerische Team. Ja, also ihr könnt nicht immer sagen, ja, ich gehe stumpf jetzt mit Attack rein oder stumpf mit Tanky Monstern. Manchmal bringt das halt nichts, ja. Also ihr müsst gucken, gegen was spiele ich. Wie gesagt, alles, was zu Thema Monstern ist, welche Monster gut sind, gibt es ein Video. Dann mache ich jetzt nicht nochmal ein Video drüber. Wie gesagt, die Monster, die noch vielleicht dazugekommen sind, ja, um es nochmal ganz kurz ja, zu schildern im Prinzip, sind natürlich Lauren und Fran, die ich hier schon zweimal gezeigt habe, ne, die man Free-to-Play bekommen kann. Und was nach meinem Wissen, wird sicherlich noch das eine oder andere Monster jetzt auch noch fehlen bei dem Video. Aber was mir sofort eingefallen ist und was sehr gut ist, wegen dem Provoke, ist Jhun. Sehr gutes Monster auch für TOA oder TOA Hard, wenn ihr sie tanky gebaut habt. Die muss extrem tanky gebaut sein, damit die in eurem Team integriert werden kann. Ja, sie hat einen Provoke, ja, und dann zieht dieser Provoke den Damage automatisch auf sie, ja, weil die Gegner automatisch sie angreifen. Also muss sie auch tanky gebaut werden. Sie braucht HP, braucht Defense. Somit könnt ihr natürlich euer anderes, also euer restliches Team gut gestalten noch, individuell gestalten und könnt natürlich sagen, ah ja, naja, dann nehme ich da eher die Low-HP-Monster mit rein, auch wenn die nicht irgendwie richtig hinterherkommen, aber die kriegen ja eh keinen Schaden, ja, weil Jhun ist ja mit dabei. ACC natürlich nicht vergessen, ja, nicht nur Tanky Bone oder sowas, sondern ACC nicht vergessen und Speed auch nicht, ja, ist ganz klar. Ja, wenn die Low Speed, also gar keinen Speed hat, ja, dann wird die nie drankommen bei TOA oder TOA Hearts, also hilft die euch dann auch nicht, ja, wenn sie den Provoke nicht macht. Also sie muss den Provoke machen, der muss landen, dafür ACC, ne, Tanky muss gebaut sein, sonst stirbt sie so schnell. So, das einfach eigentlich mal zu diesen drei Monstern, die ich definitiv nicht gesagt habe. Es gibt natürlich die zweiten Erweckungen. Ja, klar, die zweiten Erweckungen sind immer gut. Also das heißt, wenn der Bella mit der zweiten Erweckung nimmt, ist er genauso gut in TOA. Der ist nicht auf einmal schlechter oder sowas. Ne? Aber das nur mal kurz zu diesem Thema auf jeden Fall. Klar, gibt es noch andere mit Miho, ja, wird sehr oft gespielt. Oder wen ich glaube auch damals nicht in dem Video erwähnt habe, ist... warte mal, ist mir vorhin in den Kopf gekommen. Ah ja, Garo. Ist mir auch nicht, habe ich glaube in dem Video gar nicht erwähnt oder so, aber ist zum Beispiel auch in einigen Stagen nicht schlecht. Ja,
kann man definitiv auch verwenden. Aber, ja, oder habe ich den? Ich glaube, ich habe den sogar erwähnt. Ich glaube, ich habe den erwähnt. Aber ich wollte es nochmal ganz kurz dazu zu sagen, ja, dass Monster im Prinzip alle dort erklärt sind und ihr definitiv, ja, Akroma, gegen Akroma. Garo ist sehr gut gegen Akroma. Macht ihr die Akroma-Stage easy. Ja? Ganz easy Klatsch. Okay, gut, also ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken. Ich muss jetzt gleich streamen. Ich gucke schon auf die Uhrzeit hier. Ja, jetzt wird es langsam eng. Also, wie gesagt, ich will nichts versprechen, wie lange das mit YouTube geht, weil das liegt an dem Cutter, das liegt an mir, ja, wie ich da auch Lust habe, wie er auch Content findet, weil er muss ja auch den Content im Prinzip bringen, um euch vielleicht jeden Tag ein Video zu zeigen. Deswegen wird es nicht nur SW-Videos geben. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken. Ja, mein Hund, ja, läuft bei ihm. Ja, übrigens, ja, ich habe einen neuen Welpen. Ja, wer dazu zum Beispiel ein Video sehen möchte, einfach einen Daumen nach oben. Nein, dann schreibt es einfach in die Kommentare, falls euch das interessiert. Und falls ihr da einen Kommentar seht, lasst einfach bei dem Kommentar ein Like da. Ne? Wenn ihr was zu meinem neuen Welpen wissen möchtet, dann mache ich da natürlich auch nochmal gerne einen Smalltalk hier für euch, nicht nur für Twitch. Also haut rein, viel Spaß und folgt mir auf Instagram. Und meinem Hund. Ja, genau, mein Hund. Also haut rein, ciao.